Ja, hallo, mein Name ist Dr. Thomas Fiege. Ich möchte mit Ihnen heute einmal kurz sprechen über die aktuellen Trends in der Implantologie, die uns begegnen und die auch für Sie als Patient relevant sind. Unsere Patienten werden letztlich a. älter, b. anspruchsvoller und möchten auch c. einfach up-to-date versorgt werden. Ein Trend, der da ist, der gar nicht mehr wegzudenken ist, das ist letztlich, dass man viel, viel weniger invasiv operiert, weniger Schwellungen verursacht, weniger Schmerzen. Mittlerweile gibt es Techniken, durch eine 3D-Planung zu implantieren, ohne dass man letztlich einen Schnitt macht und das Implantat sich ersetzt. Hier treten geradezu keine Schwellungen auf. Ein Verfahren, das insbesondere für Patienten geeignet ist, die nicht lange im Berufsleben ausfallen müssen oder die auch vielleicht einfach vor Eingriffen relativ viel Angst haben. Die Eingriffe sind schnell und unkompliziert zu erledigen. Ein anderer Bereich, den man ansprechen muss, das ist letztlich das Thema Keramikimplantate. Bislang sind Implantate aus Titan. Es gibt sicherlich Patienten, die sehr viel an Allergien leiden. Für die ist es wichtig, dass sie jetzt eine Alternative haben, dass sie also bewusst entscheiden können, ja, ich will ein Implantat, aber ich möchte vielleicht ein Keramikimplantat, um schlicht und ergreifend auch eine mögliche Allergie gegen metallische Werkstoffe oder auch Unverträglichkeit mit Titan per se vermeiden zu können. Hier haben wir eine Alternative, die ist sogar so weit ausgereift, dass sie im Rahmen der ganzheitlichen Medizin akzeptiert ist und auch eingesetzt wird. Keramikimplantate sind zurzeit auch keine Außenseitertherapie mehr, sondern sie gehören klar als Alternative in die Implantologie rein. Sie sind hochweiß, sie spielen insbesondere auch im ästhetischen Bereich, im vorderen Bereich eine Rolle, wo ich vielleicht auch vermeiden möchte, dass gräuliche Implantate durch eine Schleimhaut durchschimmern. Hier erzielen wir mit Keramikimplantaten optimale ästhetische Ergebnisse. Ein anderer Punkt, der eine Rolle spielt, das sind häufig die Sofortimplantate. Jeder Patient kennt das, wenn ein Zahn verloren geht, oder das ist die größte Angst der Patienten. Ja, was passiert eigentlich in der Zwischenzeit, wenn so ein Implantat gesetzt wird? Wann kommt die Krone drauf? Dauert das noch so ein Jahr, wie das früher vielleicht war? Hier gibt es mittlerweile mehr und mehr den Trend, den wir unseren Patienten sehr gerne anbieten, dass wir sagen, nein, wir besprechen eigentlich schon vor der Entfernung eines Zahnes, wie es weitergehen soll. Und hier gibt es vielfältig die Möglichkeit zu sagen, insbesondere im ästhetischen Bereich, Frontzähne, einwurzelige Zähne, dass wir hier den Zahn entfernen, sofort das Implantat setzen und dieses auch sofort mit einer provisorischen Krone belasten, sodass man mit Zahn in die Praxis kommt und ohne Zahn, aber mit Implantat und darauf befestigter Krone die Praxis verlassen kann. Auch das letztlich ein Vorgehen, das in der 3D-Planung durchgeführt wird, hochästhetische Ergebnisse liefert, wenig Schwellungen verursacht und damit auch den Wiedereintritt ins Arbeitsleben und auch ins Sozialleben unweigerlich ermöglicht. Ein vierter Punkt, der eine Rolle spielt, der in der gesamten Medizin eine Rolle spielt, das ist letztlich die Eigenbluttherapie, mit der es uns gelingt, Fremdmaterialien, die in der Implantologie eingesetzt werden, zu biologisieren, sie viel, viel besser zur Einheilung in die Gewebe zu bringen, Fremdmaterialien auch zu reduzieren, also weniger Fremdmaterialien zu verwenden. Eigenblut, das entstammt dem menschlichen Körper, es wird aufbereitet, die Wachstumsfaktoren werden konzentriert wieder eingegeben. Hier können wir Heilungsprozesse beschleunigen. Das ist letztlich ein hochspannendes Thema, wo ich mir insbesondere bei diesem letzten Thema noch sehr viel erwarte für die Zukunft. Und ich würde mich freuen, wenn Sie daran Interesse haben, wenn Sie uns in der Praxis direkt ansprechen, einen Termin vereinbaren, damit ich Ihnen hierzu noch viel, viel mehr sagen kann und auch besprechen kann, ob es in Ihrem persönlichen Fall für Sie eine erfolgsversprechende Therapie ist.